Und abwärts. Die Abwärtsspirale geht weiter. Ach, vielleicht kommen wir hier gar nicht weiter, vielleicht müssen wir nicht tauchen. Ist zum Glück gar nicht laut hier. Ja, das Wasser ist immer extrem laut. Ah, guck mal hier, wir sind beim Loch, kann es sein? In der Nähe? Loch? Meinst du das große da? Ah, ne, ich war ein Grafikbug. So, ja. Ja. Schnetzel, Schnetzel. Babys! Oh, Muschikraut in der Nähe. Okay. Hier ist wieder Soda drin. Okay. Ah, hier gibt's Stoff und eine Zeichnung. Ah, ne. Lipsing still missing. Okay. Lipsings. Neben Angela Merkel wurden noch andere Kinder vermisst. Oh ja, ja, das sehe. Ja, nur wir haben keine Taucherausrüstung. Ich habe meine Flare rüber auf die Insel geworfen. Könnte man vielleicht noch hin? Eben. Ja gut, dann gehen wir mal rüber. War noch laufen. Rauchen ist nicht. Zum Glück geht's hier noch so weiter. Vielleicht ein Muschiklaus kommt hier. Nee, hier geht's wieder hoch. Aber nicht ganz hoch, nur ein kleines bisschen. Ja. Da, ja. Aufwärts. Aber diese Höhle ist echt sehr weitläufig. Vielleicht haben wir Glück und finden eine Karte. Eine Karte? Gibt's das? Ja. Ja. Okay. Das wäre echt nice. Es geht nach links in einen Disco-Raum oder nach rechts, da leuchtet eine Kerze. Bin für Disco. Okay, dann ab in die Disco. Ah, wahrscheinlich. Gut. Dann schwimmen. Okay, hier müssen wir tauchen. Ganz wieder zurück. So zu tauchen ist keine gute Idee, meinst du? Nee, oh ja, das geht noch viel weiter. Weil man sieht, erstens man sieht nichts und zweitens hat man kaum Sauerstoff. Hier geht's auch nicht weiter. Was? Da geht's nicht weiter? Tipp. Na super. Vielleicht nur fürs Tauchen. Ja. Na ganz toll. Ich wäre gerade fast runtergefallen. Also, hätte nicht so wehgetan, so tief ist es ja. Boah. Oder aber wäre wahrscheinlich schon doch ein bisschen wehgetan hätte es. Ich glaube schon. Links war ja nichts mehr, glaube ich. Oh, könntet ihr im Chat bitte aufhören, über Essen zu reden? Danke. Ich bekomme echt Hunger. Da wird man ja wahnsinnig. Aber, Oh, hier sind noch Stickies. So schöne. Aber sind wir von hier gekommen? Nee. Ja, doch, hier waren wir eben. Du bist jetzt aber hier rechts rum. Ja, stimmt. Ah, hier war ja irgendwo. Ja, hier ist ja das Wasser, was so laut war. Also ist der Hirnabschnitt jetzt durch, ne? Ja. Ab nach oben. Haben wir denn jetzt die ganze Höhle durch? Ah ne, da gab es noch einen Gang, wo mit Brettern zu war.
Stimmt, ja. Doch, hinten war doch noch ein Weg, oder nicht? Ein Weg ist da noch, wo die Bretter zu waren. Stimmt. So, erstmal wieder Ausdauer auffrischen. War noch ein Tick zu. Wo war das denn jetzt? Wenn ich hier. Hier geht's wieder raus. Ja. Ne, wir sind zu weit. Das war... Nee, ich glaube nicht. Hier sind wir zu weit. Das war hier in der Mitte des einen großen Dingens hier. War das irgendwo links jetzt, glaube ich. Links oder rechts war das jetzt? Dann war es rechts. Okay. Ah, hier. Ist ein Teil wieder gespawnt. Hä? Wo war's denn jetzt? Das war doch hier irgendwo. Ah, hier. Hier, wo ich bin. Hier müssen wir hin. Da stimmt, bin ich hoch. Ja, genau, rechts. Okay, Coco Rosa, dir auch noch einen schönen Sonntag und hoffentlich doch bis sehr bald. Danke, dass du dabei warst. Tschüss. Nee, so lange machen wir heute nicht. Aber dann hier rechts rein. Oder? Ja, genau, hier waren wir noch nicht. Nämlich noch einen Gang mit so Brettern gefunden. Ich weiß jetzt nicht, ob der war. Okay. Ein Kreuz. Ah, hier ist ein Wald, da können wir durch. Ah, da geht's nach draußen. Sexy. Ah, ins Loch. Okay, hier ist es. Können wir ins Loch gucken. War noch ziemlich weit oben, aber wir können ins Loch gucken. Krass. Ich wusste gar nicht, dass man hier irgendwie auskommt und so. Ja, guck mal, da gegenüber, eins tiefer ist noch eine Höhle. Krass. Ich glaube, ich drei oder vier Höhlen. Da bis um... ganz unten zu kommen. Das ist ja heftig. Man muss tauchen, um... So, aber hier war irgendwo noch ein Gang. Ja, ich bagge mich gerade durch, ganz langsam. So, jetzt. Wunderbar. Das wird ja witzig das nächste Mal. Wir kämpfen mit dem Katana, spawnt hier mit der Axt. Oh ja. Ja, genau, hier war das Wasser. Genau, denn für den einen oder anderen Zuschauer, wir haben das jetzt so vorgehabt, dass wir das so ein bisschen jetzt nur als Stream-Projekt jetzt machen, nicht als ganze Staffel oder so. Also soll jetzt kein Live-Let's Play werden, sondern ich werde das dann so einfach nur, also ich werde das so als Stream-Folge hochladen, ganz normal und nicht als... ganz normale 20 Minuten Folgen als Staffel 2 von The Forest. Ich weiß gar nicht, ob ich das eingangs erwähnt hatte. Ja, ich glaube nicht. Naja, ist ja jetzt nur die dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte Folge dann, wo ich das jetzt mal erwähne. Weil als neues Let's... Ja, hier wo ich bin, geht's weiter. Okay, weil als neues Let's Play ist es halt einfach, ich habe momentan zu viel laufen, es ist noch zu vieles in Arbeit und es kommt noch zu vieles hinzu. Dann jetzt The Force nochmal als richtiges Let's Play ist halt einfach echt eine Nummer zu hart jetzt. Oh, ein weiteres Bildchen. Schönes Bild. ja, wow. Sehr freundlich, das Bild. Okay, hier ist der Höhenausgang.
Ist auf jeden Fall angenehm anzusehen, das Spiel. Danke, Nani. Ja, also macht auf jeden Fall auch Spaß. Also, boah, die scheiß Fledermäuse. Spaß macht es auf jeden Fall und es hat sich so viel verändert, als ich es vor 2 Jahren mal Let's Played habe, war das doch ganz anders. Also, bleibt. Müssen wir mal gucken. Ah, guck mal, wir haben eine Taschenlampe gefunden irgendwo, Ja. irgendwann. Müssen wir vielleicht mal gucken, dass wir vielleicht mal dann auch mal, also irgendwann vielleicht mal einen Ausflug machen werden zu der Winterlandschaft. Ja, das könnten wir machen, aber erst wenn wir Winterschuhe und Ja. genug Rehfell gesammelt haben. Genug was gesammelt? Rehfell, ach so, ja. Ja, ich habe ja die Winterschuhe, habe ich jetzt zufälligerweise schon gemacht, obwohl ich sie gar nicht haben wollte. Heilt. Das sind ja die Rabbit Fur Birds. Protection from the cold. Achso, die schützen einfach Kälte und damit ist man eher verborgen, wenn man die anhat. Meine neuen Schuhe. Na komm, ich markiere die Höhle eben noch. Ja. Ah, jetzt haben wir gar nicht den Dingens kaputt gemacht, ne? Den Na Shelter. den? Ne, den sieht man noch gar nicht. Achso, ja. Ah gut, den sieht man dann erst, wenn man in der Höhle drin Ja ist. gut, dann ist das ja praktisch, dann ist das gar nicht so nervig. Ja, dann ist es egal. Na gut, dann gehen wir doch mal zurück zur Basis. Dann bauen wir das eine Projekt noch zu Ende und dann würde ich sagen, dass wir für heute erstmal dann Schluss machen, oder? Dass wir Ja, das noch können wir so machen. zumindest noch das eine fertig bauen. Dann hat der Sponti etwas dann, wo er, wenn er uns dann sieht beim nächsten Mal, denkt er sich, boah, wie sind die ausgerüstet? Und dann haben wir wenigstens ein bisschen was auch an der Basis gemacht. Kann ja nicht rumheulen, von wegen, ihr habt ja gar nichts gemacht. Ja, zeigen wir ihnen dann, was wir da so gemacht haben. So, und ich will jetzt auch mal was machen, aus Oh Spaß. ja, cool. Lol, das war echt voll nah. Ja, war es auch. Was? Ist das jetzt. Ist das. Nee, das ist doch gar nicht an. Wolltest du auch Spaß machen? Warte. Ich wollte nur mal gucken, was passiert. Ja, ganz schön viele Stickies. Hast du eine Dynamit geworfen oder eine Bombe? Dynamit geschmissen. Oh, okay. Läuft. Ja, ich habe einmal mit einem mit Dynamit getötet. Ich habe den Baum gefällt und dann einen getötet mit dem Baum. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall genug Baumstämme. Ja. Und es gibt keinen Krater, das ist auch gut. Ja. Ja, jetzt wo wir so viel gefunden hatten, kann man ja mal einmal machen. Wir brauchen jetzt gerade eh Holz. Ja, noch Und ich muss hier mal 12 Stück. eben ein Lurch draufhauen. Was ne? Komm, Lurch und Kaninchen, da bin ich auf jeden Fall satt. Was ist mit euch beiden hier, Nanni und Wer auch immer. wie hieß er denn nochmal? Ronny? Ronny? Achso, ja, Ronny der Ramler. Ja, glaub schon. Oh, nee, oder Rudi. Rudi, Ronny oder genau. Rudi. Nanni und Rudi. Schon den Namen vergessen. Ja, es wird langsam später. Liegt noch ein Ausdauermeer. Kaninchen gegrillt. Gut. So, fertig ist das Gerüst. Jetzt auch sehr schön, dass hier irgendwie nichts vergammelt beim Trocken da. Ach, das ist fertig. Wow. Ja. Hier vergammelt gar nichts mehr, das ist richtig. Gut, dann haben wir echt mehr als genügend Nahrung am Start. Die Haie. Ja, zu. Toll. Man kann ja noch nicht mal so rum, man muss sogar springen. Das ist ja doof, ey. Das geht ja gar nicht. Warte mal. Also ich finde es nicht so schlimm.
Wenn ich das jetzt so mache. Ja, das sieht ja auch doof aus. Dann würde man aber so zumindest hochkommen, ohne zu springen. Bräuchten wir aber noch 5 Baumstämme. Oh, die liegen ja da. Echt krass mit den Grafikeinstellungen, wenn man das nach heller macht und dann ausmacht, was eine Veränderung ist. Ich habe das jetzt die ganze Zeit irgendwie angehabt, habe mich jetzt aber nicht so gestört am Tag. Ja, in der Höhle und nachts ist echt gut, aber tagsüber. Ja, ist das schon ein bisschen grell, ja. Gut, einer fehlt noch, ne? Ja. Noch einer, ja. Hast du? Jo. Okay. Und. Tür geht nicht auf. Wie, die Tür geht nicht auf? Tür geht nicht auf. Hä? Geh mal raus. Ach so. Ah, du hast abgesperrt. Hä? Okay. Ups. So. Jetzt muss man bloß hier springen. Nö, also wenn man nicht hier gerade die Leiter hochgeht, wenn man von hier kommt, muss man kann ich. Gut, Hauptsache man kommt irgendwie hoch. Ja. Was für Müll, ey. Nein, Baumstamm, flieg nicht runter. Naja. Müssen wir mal gucken, wie und was wir hier noch bauen werden und wie wir das Ganze dort planen werden. Vielleicht hat Bonti auch noch die ein oder andere Idee, was man so auf dem Dach bauen kann, möchte. Ja. Ich noch machen wollte, war so war es hier. So ein Skin Rack. Und was ich noch machen wollte, ist auf jeden Fall, von hier ausgehend bis nach da, hier zu unseren Freunden. Also ich habe ganz rechts Rehfell, in der Mitte Hasenfell und ganz links Lurchfell. Okay. Ach, hier. Eine. Ein Stein fehlt noch. Oh. Habe ich nicht. Jetzt 10 Steine fehlen noch. Ah, nee, ich hatte ja gar keinen Walkholder gemacht. Ich habe ja aus Versehen die Schuhe gemacht. Stimmt. Ja, ich habe aber einen. Hallo? Nimm doch das jetzt. Geht doch. Danke. Mal selbst ausleeren. Ja, 14. So, jetzt haben wir einen schönen Weg zu unseren Kaninchen und auch in diese Richtung. Naja, kann man später noch alles ausbauen in verschiedene Richtungen, dann Wege machen. Und wir können ja noch Mauern machen und. Ja, Mauern würde ich auf jeden Fall jetzt als nächstes. Ja, müssen wir mal gucken, wie der Sponti das auch so. Was der noch für Bauideen hat. Mauer, Wege und keine Ahnung. Aber das sieht aber jetzt anders aus, wenn ich jetzt durch den Weg gemacht habe, sieht das auch wirklich, ist Gras dazwischen auch weg, ne? Ja. Cool. Ich glaube, wenn man 5 oder 10 Tage überlebt hat, dann kommen auch Muschiklaus und Galoppelhans aus den Höhlen raus. Ja, werden wir bestimmt nur alles sehen. Gut, dann würde ich schon mal für die Zuschauer jetzt auf YouTube sagen, wir werden jetzt hier erstmal einen Cut machen. Wir werden jetzt hier mit dem Livestream aufhören. Hallo, Baumstämme. Komm, ehrlich durch. Und wenn das nächste Mal dann mit Sponti weiterspielen. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zusehen für euch da draußen auf YouTube und es wird bestimmt weiter einen Stream geben. Garantieren kann ich das nicht. Wir müssen gucken, ob wir alle drei zeitig wieder zusammenpassen werden, ob und wie das klappen wird. Aber irgendwann wird das bestimmt mal wieder hinhauen. Und wenn ihr noch Bauideen habt, könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr da so vorhabt, was ihr euch da vorstellen könnt hier noch in unserer Base. Gerne kommentieren und ja,
Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns dann in einem weiteren Stream und in einem weiteren Let's Play wieder. Und bis dahin, tschüss. Ciao.